Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei The Infected. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Planänderung, denn es ist so, dass der André mir den Ratschlag gegeben hat, dass ich mir erstmal die Spikes hier bauen soll, weil nämlich die drei Typen, die hier in der vorletzten Folge war das, meine ich. Das sind Streuner, ne? Und die kommen auch in regelmäßigen Abständen. Das heißt, wir werden mal sehen. Ich habe gerade schon mal geschaut. Spikes sind auf jeden Fall machbar. Aber dazu müssen wir eben jetzt mal noch eine kleine Planänderung machen. Denn genau, hier sind die. Ein Holzscheit, vier Stöcke und ein Seil. Die Seile und die Stöcke sind ja überhaupt kein Problem. Na gut, und die Holzscheite kriegen wir auch anbesorgt. Wir schauen mal. Okay, die sind ziemlich groß, ne? Also könnte eigentlich sein, dass das relativ fix geht. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt die Werkbänke. Jetzt wollte ich nämlich nicht. Ob wir die Werkbänke auch mit einbauen müssen. Nee, das möchte ich nicht. Wie kann ich das? Kann ich das wieder löschen? Löschen zum Entfernen. Möchtest du das löschen? Bestätigen, jawohl. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Werkbänke auch mit einbauen müssen, ne? Aber ich meine, so viel ist das auch nicht, ne? Und da haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz erstmal. Später kommt das dann eh noch alles viel besser. Nach und nach, aber die sollen erstmal gut sein, um uns gegen die Infizierten dann zu schützen. Und ich meine, früher oder später hätten wir das eh machen müssen und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal und wenn wir damit dann fertig sind, gehen wir in die oder in ein anderes Dorf nochmal. Da würde ich sagen, ne, dass wir auch in ein anderes Dorf gehen, weil der André hat mir auch gesagt, dass in jedem Dorf immer nur eine Tech-Vorlage zu finden ist, ne? Oder Tech-Skizze oder wie auch immer das heißt. So, fangen wir hier mal an. Mal hier vielleicht noch eine daneben. Snappen tut das nicht, wa? Das wäre natürlich auch cool, aber siehst du halt nicht so gut, ne? Gut, wir könnten jetzt die Höhe auch noch ändern, aber ich würde sagen, dass das ganz gut so ist, ne? Gut, wir orientieren uns ein bisschen an den Beinen unten. Und dann sollte das ja eigentlich okay sein. So, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ringsrum. Und wir sehen uns dann gleich, wenn wir dann die Dinger ausfüllen. So, Freunde, die Blaupausen haben wir erstmal soweit. Hier passen wir noch durch und da müsste ja der Anhänger auch durchpassen. Hoffe ich mal. Oder hätte ich das vielleicht noch ein bisschen weiter auseinanderstellen sollen? Ja, wir probieren es einfach mal, wenn es fertig ist, ne? Wir probieren es mal, wenn es fertig ist. Wir machen die zwei zuerst und dann gucken wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall Stöcke. Aber da habe ich hier auch schon reichlich liegen gesehen. Kann natürlich sein, dass die jetzt in der Zwischenzeit schon wieder despawned sind, aber gut, Stein brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wir haben auch bisschen ist gut. Die Gesundheit hat auch ein bisschen durch die Sonne gelitten, bloß ich wollte jetzt halt fertig werden damit. Zumindest mit den Blaupausen erstmal. Genau, hab zwischendurch schon Kürbis gegessen oder beziehungsweise die Melone aus dem Beet. So, was brauche ich jetzt nochmal? Ich brauche Sticks. Die können wir uns erstmal hier rausnehmen. So,
Dann schauen wir mal. Gut, Stöcke 4 von 4 sind drin. Sunburn, Warning. Ja, wir werden mal eine Kartoffelpaste nehmen, oder? Obwohl, jetzt scheint ja die Sonne unterzugehen. Wie spät haben wir das? 9.40 Uhr. Naja gut, das, jetzt dürften wir eigentlich keinen Sonnenbrand mehr kriegen, oder? Oder haben wir schon einen Sonnenbrand? Das wäre natürlich schlecht. Ne, hier sehe ich jetzt noch nichts, ne? Gut, wir müssen uns dann halt unbedingt auch die Klamotten machen. Deswegen als nächstes auf jeden Fall den Webstuhl. So, hier machen wir jetzt noch die Sticks rein. Stöcke sind drin. Hier sind auch Stöcke drin. Dann brauchen wir Seile und Holzscheite. Holzscheite hatte ich, glaube ich. Nee, die habe ich gesägt. Ja, ich wollte eigentlich auch zwischen den Folgen, aber ich bin halt nicht dazu gekommen. Genau, ich habe doch noch Field Packs, ne? So, dann nehmen wir jetzt mal eins. Und dann sollte das ja wieder okay sein, ne? Naja gut, 73 von 97. Ja, vielleicht sollten wir halt besser darauf achten, ne? Ich weiß ja nicht, ob Klamotten auch vor der Hitze schützen. Ich wollte Seile holen im Übrigen. So, passt. Dann brauchen wir halt noch Holzscheite. Vielleicht arbeitet sich das in der Nacht sogar ein bisschen besser. Ein Seil. Können wir die anderen auch gleich noch verbauen. Ein Schönheitswettbewerb gewinnt das natürlich oder wird das hier nicht gewinnen. Aber zum späteren Zeitpunkt haben wir ja noch ganz paar andere Möglichkeiten. Ne? Und jetzt sind die Seile alle. So. Okay. Gut, dann können wir eigentlich die Sticks auch gleich noch verteilen. Ach. Alles klar. Die habe ich jetzt hier überall verteilt, ne? Logisch. Stock 4 von 4. 4 von 4. Genau. Okay, dann sind die erstmal weg. Dann holen wir uns erstmal ein paar Holzscheite. Die Axt haben wir doch noch, ne? Auf der 4, glaube ich, ne? Jawohl. Ja, sehr viel Durability hat die auch nicht mehr, aber ein Stück weit kommen wir damit erstmal. Da werden wir jetzt nicht Kilometer weit laufen. Da nehmen wir uns jetzt das, was uns hier geboten wird in der Nähe. Bisschen Zeit sparen und so, ne? So, da brauchen wir jetzt jeweils einen. Fertig. Ich wollte eigentlich erstmal hier vorne gucken. Gut, das funktioniert. Komme ich hier mit dem Wagen durch, dann können wir den gleich mal mitnehmen. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Und wenn nicht, können wir die Dinger, glaube ich, auch umstellen. So, wo habe ich ihn jetzt? Habe ich denn jetzt meine Scheite?
Ah, da sind sie ja, alles klar. So, nehmen wir gleich noch Stöcke mit hier. So, die verbauen wir jetzt erstmal. Okay, hier fehlen noch Stöcke. Ja, geht vielleicht doch relativ fix, ne? Ja, das gehört ja nun mal auch dazu, ne? Deswegen dachte ich, werde ich nicht ganz alleine machen. Vielleicht mache ich euch auch zwischendurch mal eine Blende rein, je nachdem, wie das dann, wie lange das jetzt sich zieht. Aber so wie es aussieht, geht das ja relativ fix. Passt nicht. Da passen bloß 4 Stück rein, ha? Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Kann ich den Wagen jetzt trotzdem mitnehmen? Nee. Nee, nee. So. Hier ist auf jeden Fall einer drin. Hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Und hier noch nicht. Achso. Wenn sie alle sind, sind sie natürlich alle, ne? Aber gut, dass wir Bäume hier stehen haben. So, wir müssen gleich nochmal einen Healpick nehmen. Oder wir pennen eine Runde, aber dann... dann scheint die Sonne wieder, ne? Wir sind ja jetzt... Es ist in der Nacht und es sind 28,9 Grad. So, wir sind nämlich im Juli. Ja, das ist natürlich jetzt eine dumme Angelegenheit. Wir brauchen so schnell wie möglich den Webstuhl. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich nehme an, da könnten wir eigentlich mal im Gegenstandpedia gucken. Da brauche ich nicht immer sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir es da sehen. Lol. Aber, ne, dass man vielleicht sieht, ob die Klamotten auch irgendwie einen Hitzeschutz haben. Wir müssen aufpassen. Wir haben nur noch 11 Punkte. Nicht, dass wir auf einmal abwackeln hier. Ja, ich glaube, die Teile habe ich dabei. Genau. Naja, gut. Das ist natürlich nicht unbedingt jetzt von Vorteil. Irgendwie eine leichte Verschwendung, aber naja. Was tut man nicht alles, ne? So. Ich wollte gucken, dass wir uns noch was zu trinken holen. 20 sind da noch drin. So, da müssen wir also dann auch wieder Wasser abkochen. Wir haben viel zu tun. Wie spät ist das jetzt? 2.21 Uhr. Ja. Ja, vielleicht sollten wir sogar sehen, dass wir vielleicht die größte Hitze überschlafen, ne? Dass wir nicht in der Nacht unbedingt schlafen, sondern dass wir die größte Hitze überschlafen. Das wäre noch, denke ich mal, eine Nummer sinnvoller. Wir stellen jetzt hier drin. Ja. Genau. So. Hier haben wir einen drin. Hier muss dann der nächste rein. Oh, jetzt ist die Axt kaputt. Wir brauchen also erstmal eine neue Axt. So. Na gut. Und wenn wir das jetzt hier machen,
Dann könnte ich eigentlich auch. Nebenbei vielleicht auch ein paar Steine braten und so weiter, ne? Tja, hier ist auch kein Feuerholz mehr drin. Müssen wir hier erstmal alles wegnehmen und wenn wir ihn mal beim Scheitermachen sind, da können wir uns ja auch gleich den. Na gut, wir können ja auch Baumrinde nehmen. Wie lange ist das noch haltbar? 1 Stunde und 7. Hier auch. So. Genau, wir machen erstmal hier ein bisschen was rein, damit wir uns Wasser abkochen können. Sollte ja vielleicht sogar schon reichen. So. Dann machen wir das erstmal fix. So. Hier muss es rein. Volltrottel. Ich natürlich, ne? Alter, wieder falsch. So, holen wir uns noch die 20. So. Manchmal ist man halt ein bisschen lost. Drinne. Rückenpflanze könnte ich auch schon ernten. Den auch und dann sicherlich die Maispflanze auch, ne? Da wird auch kein Wasser mehr reingehen jetzt. Oder? Nee. Nee, wenn die reif sind, kannst du da kein Wasser reinmachen. Ja gut, dann lernen wir es einfach aus. Vielleicht hätte ich es auch in der Wanne ausleeren können. I don't know. Okay. Gut. Dann machen wir die Benöfen an und können gleich mal. Erstmal brauchen wir eine Axt. Ganz ruhig. Eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen einfach. Stress und Hektik bringt keinem was. So, zack. Was brauche ich? Ein Stock und zwei Steine, oder? Ja gut, so viele Steine haben wir jetzt nicht. Und extra noch Steine nebenbei suchen ist natürlich auch irgendwie Blödsinn, ne? Ich muss dann sowieso die ganzen Sachen auffüllen. Dann kann ich das ja dann vielleicht nebenbei auch machen. Gut. Machen uns erstmal die Axt. Das sind zwei. Aber glaube ich plus ein. Ach nee, ein Stein, okay. Da ist die Steinaxt schon. Und dann können wir jetzt so weitermachen. Da wo wir aufgehört haben. Und die Gesundheit, ne? Packt mich gerade ein bisschen ab. Aber ich bin ja selber schuld. Ich hätte gleich mehr darauf achten sollen. Das wäre natürlich sinnvoll gewesen, aber weil ich ja. Naja. Man kennt mich nicht anders, ne? Manchmal bin ich ein bisschen lost. So. Holzscheit rein. Holzscheit rein. Hier auch. Gut, dann können wir uns jetzt hier auch einen dicken hacken. Da haben wir gleich ein paar mehr Scheite.
Mido ist auch der arme Kerl, ne? Gut, wir müssen, glaube ich, erstmal schlafen gehen. Das nützt nichts. Da können wir nicht noch ewig warten. So, hier ist schon einer drin. Hier ist noch keiner. Gut. Und hier ist auch schon einer drin. Gut, das war, glaube ich, gerade das, was ich gemacht habe. Ja, gut, Leute, dann müssen wir halt erstmal pennen, ne? Nützt ja nichts. Der Sonnenbrand setzt uns ganz schön zu. Das ist natürlich doof. Vielleicht wird es ja durchs Schlafen irgendwie ein bisschen angenehmer. Schauen wir mal. Ein bisschen Gesundheit müssten wir ja jetzt durch Schlafen auch wieder regenerieren. So, dann können wir aber gleich mal eine Weile länger schlafen. Dass wir nicht in der Mittagshitze hier na gut, jetzt ist Nachmittag, ne? Warum bin ich jetzt immer noch so langsam? Bin ich voll? Alter, wo sehe ich denn jetzt meine Kilozahl? Ach, warte mal, das war ja hier, genau. Ach, 50,4. Ja gut, machen wir hier auf jeden Fall mal was rein. Ein hier. Ach komm, noch ein. Ja komm, mach mal drei und dann den anderen machen wir mal die 55 hier Rindenmulch rein. Ja. Na gut, sind sie beide wieder ungefähr gleich, ne? Sehr schön. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Scheite. Aber Sonnenbrand haben wir immer noch, ne? Sonnenbrand haben wir immer noch. So, hier war einer drin. Und hier auch. Also müssten wir mit der Reihe eigentlich durch sein hier. Nehmen nochmal stichartig ein paar oben hier. Ob wirklich überall was drin ist. Ich glaube, dann sind wir eigentlich schon rum mit den Scheiten. Ne? Dann brauchen wir jetzt noch Sticks. Ja, ich glaube, es ist überall was drin, ne? Sticks und Seile brauchen wir dann jetzt noch. Das ist ja eigentlich easy machbar. Genau, dann nehmen wir das jetzt gleich in Angriff. Wir können uns natürlich auch gleich noch Seile holen. Dann ist das gleich eher ein Abwasch, ne? Ja, das funzt, Leute. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beruhigt, weil ich wollte natürlich nicht zwei, drei Folgen hier bauen jetzt an den Spikes. Das könnte ein bisschen langweilig werden für einige von euch und das möchte ich ja nicht. So, gut, Seile haben wir. Uns jetzt hier gleich mal Stecke und so weiter draus. Also ernten die Holzscheite. Gut, und haben auch gleichzeitig Feuerholz, ne? Das ist doch nicht schlecht. Okay.
Stöcke waren alle. Also heißt es, wieder neue Stöcke rein in den Rucksack und weiter geht's. Zack. Zack. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, räumen wir das Feuerholz erstmal weg. Dann ist das da, wo es sein soll und läuft nicht Gefahr zu despawnen. Ich weiß nicht, ob das so schnell despawnt, aber Tiere sollen ja auf jeden Fall sehr schnell despawnen, wenn man die halt nicht auf den Wagen legt. Ne, wenn man die einfach liegen lässt, sage ich mal, und dann denkt, naja, hole ich mir später. Das soll halt nicht so richtig funktionieren. Also die sollen schon sehr schnell halt despawnen. Ne? So gut. Ich meine, wir haben ja noch Scheite da. Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt die Stöcke von hier mitnehmen. Ja, also das mit den Spikes soll wohl ganz gut funktionieren. Das ist schon eine feine Sache, ne? Ist natürlich schade um die Erste-Hilfe-Kits. Aber was soll's, ne? So. Gut, die... das Brennholz ist ja jetzt weg. Hatte ich jetzt hier noch... Genau, da liegen ja noch ein paar Scheite. Da hat sich die Frage schon erledigt. Sie gleich mal hier mit her. Beziehungsweise kann ich sie ja auch gleich mal hier drinnen kleiner machen, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen sinnvoller. Da sind die Wege nicht so lang. Let's go. Hatte ich plus zwei? Nee, hier liegt noch einer, ne? Der liegt hier drinnen. Nee, komm. Nicht, dass das dann da drinnen irgendwie sich die ganze Zeit versteckt. Das muss ja nicht sein. Gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann ist, haben wir erstmal eine Sorge weniger. Vielleicht müssen wir uns noch ein paar neue Seile machen. Sticks auch gleich wieder alle, ne? So schnell geht das. Gut. Sortieren wir das Zeug erstmal ein hier. Da haben wir uns da auch gleich einen Vorrat geschaffen. Da hätten wir den Sonnenbrand nicht. Hätte es perfekt werden können, aber. Was fehlt denn jetzt? Warum bekomme ich keine Sticks rein? Habe ich noch welche? Nee. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Warum kann ich... Ach so. Warum... Ach, ist das voll, das Ding? Nee. Das kann doch nicht sein. Siehste. Wundervoll. Wir müssen essen. Ganz wichtig. So. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal so einen Rindergulasch-Eintopf reinziehen. Das könnte vielleicht ganz gut kommen. Wie werde ich den verdammten Sonnenbrand wieder los? Das ist die Frage. Warum habe ich Depp die Scheite nicht mit reingenommen? Das ist die nächste Frage. Naja.
Weil er manchmal ein kleiner Trottel ist. Und zu viel auf einmal will. Ach, hier fehlt noch ein Holzscheit. Gut, dass wir drüber geredet haben. Habe ich den vorhin ausgelassen, hä? So, fertig. Dann nehmen wir uns jetzt den hier. Der Rindergulasch-Eintopf hat jetzt auch nicht so viel Proteine wettgemacht, aber das Fleisch muss ja dann auch bald immer weg, ne? Naja, 50 Minuten noch, das hält sich eigentlich ganz gut. Und demnächst werden wir uns dann auch mal ein Trockengestell bauen. Ich weiß jetzt gar nicht, da können wir ja nochmal schauen. Und zwar hier. Ne, warte mal, das war bei Konstruktion, ne? Nee, das ist Konstruktion, dann war das doch bei Platzierbares. Hier, Trockengestell. Tech, da brauchen wir auch Tech dafür. Okay, die Garage könnten wir uns so bauen, aber da brauchen wir... Ja gut, da brauchen wir erstmal andere Sachen vorher. Oh Mann, wir haben viel, viel zu tun. Die Arbeit geht uns nicht aus. Das ist heftig. Erzeugt Hitze, erzeugt Hitze. Ja, schön für die Hitze, ne? Aber da brauchen wir auch keine Hechtpunkte dafür. So, na gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Können wir uns ja dann auch Friedhofszäune zum Beispiel bauen. Die sind bestimmt die stabilsten, denke ich mal. Genau. Stacheldrahtzaun. Gut, ich denke mal, wir sollten erstmal mit den Spikes auskommen. Und den Rest müssen wir halt nach und nach machen. So. Bei den erstmal... Wie lange habe ich denn den Sonnenbrand? Muss ich ins Wasser gehen? Jetzt regnet es. Mal gucken, ob er davon weggeht, eventuell. Oder muss ich die Kartoffelpaste nehmen? Ich glaube nicht, ne? Ich probiere das mal mit der Kartoffelpaste aus. Tatsache, der Sonnenbrand ist weg, also ist das doch dann, wenn du Sonnenbrand hast, alles Klärchen, dann ist das auch geklärt, freut mich. Da kommt wieder ein bisschen mehr Freude auf hier, nach dem Desaster. Ich mag keine Desasters, das tut mir nicht so gut, aber nun. Das gehört dazu. So, ein paar Seile haben wir ja noch, ne? Gehen wir uns jetzt mal das nächste Holz holen. Hätte ich das gewusst, ne? Dann hätten wir uns die ganzen Healpacks sparen können. Ja gut, hätte wäre wenn, ne? Hätte, hätte Fahrradkette, auch so ein schöner Spruch. Was soll's? Aus Fehlern lernt man halt. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Ah, da gibt es noch so einige Sprüche, ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und so weiter und so fort. So, ich mache das jetzt wieder gleich hier drin. Obwohl... Tja, ich sollte vielleicht gleich mal gucken, ob man sich noch einen Feuerholzständer bauen kann, ne? Könnte auch ein bisschen sinnvoll sein.
Schauen wir mal, was der kostet. Weil hier immer dabei sind. Warte mal, Lager war das, ne? Genau. Feuerholzständer. 6 Stöcke. Ja, komm, die haben wir auch noch. Den so hier daneben. Genau. So, 6 Stücke. Habe ich aber keine mehr. Ne? Aber wir können ja uns hier welche machen. Let's go. So, ich möchte aber erstmal die Stöcke haben. Fünf. Das ist ein Elend. Fehlt noch ein Stock, ne? So, jetzt aber. So, da haben wir mit Feuerholz erstmal keine Probleme. Erstmal da drüben weiter. Na gut. Aber ging schneller auf jeden Fall wie gedacht. Ich denke mal, die Folge wird auch nicht zu lang werden. Weil ich zwischendurch vielleicht noch ein bisschen was weggenommen habe an der Stelle. So. Genau. Gut, das war's schon wieder. Ah, ein Schaf. Die Krähe spielt mit dem, oder wie? Könnte möglich sein. Wir haben ja hier auch noch unseren Wagen. Da ist, glaube ich, auch sogar noch was drin. Jawohl. Nehmen wir den jetzt mal mit. Und probieren dann gleich mal aus, ob wir hier auch durch das Tor wieder reinkommen. So schlecht sieht das auch gar nicht aus, ne? Das kann man eigentlich ganz gut vertreten, das Ganze. Hier die Ecken, weiß ich nicht, ob die noch ein kleiner Schwachpunkt sein könnten, aber das werden wir sehen, wenn die das nächste Mal kommen, wie das so funktioniert. So, aber die Sache hier funktioniert schon mal ganz gut. Ernten wir gleich mal alle. Die wir hier zu liegen haben. Siehst du, sehr schön. Da gibt es mit Feuerholz erstmal keine Probleme. Da können wir wirklich sagen, wir haben schön viel Holz vor der Hütte, ne? Das passt. Was hat dann jetzt wieder? Wir müssen trinken. Wasser ist ja abgekocht. Ja, wir könnten uns einfach auch erstmal ein paar Stecker aus dem Ständer nehmen, ne? Aber das ist, glaube ich, schon wieder zu einfach. Und warum passen hier eigentlich auch so wenig Stöcke rein? Ich muss dann mal gucken, was ich loswerden kann. Wir trinken erstmal gleich was.
Sehr schön. Sehr schön. Gut. Dann geht's jetzt weiter am Text. Gut, das Stück Fleisch können wir uns auch noch gönnen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Naja, Rinde, ne? Und die ganzen Pflanzenfasern. Wie mache ich eigentlich Seile? Wie war das? Muss ich nochmal fix gucken. Hier. Zwei Pflanzenfasern. Ich glaube, das können wir hier auch im Menü gleich machen, ne? Glaube ich. Nee. Das geht nicht. Also wahrscheinlich doch an der Werkbank. Genau. So, machen wir die komplette Menge gleich hier. Sind sogar noch ein paar runtergefallen, siehst du. Schaffen wir erstmal den Rindenmulch weg. Passt noch ein kleines bisschen was. Jawohl. Sind wir den los und haben mehr Platz für Seile. Schön, schön. Hier liegen auch noch welche. Gut, da haben wir erstmal da auch wieder ein bisschen Vorrat. So, habe ich jetzt Sticks einstecken? Oder muss ich neue holen? Ich muss neue machen, ne? Gut, aber wir werden auch erstmal die, also zwei Scharbe Seile wegschaffen. Denn es könnte schon ganz sinnvoll sein, ne? So, wir behalten uns mal die 12. Und können dann dementsprechend mehr Stöcke mitnehmen. So, wir gehen mal gucken. Wir nehmen uns mal hier noch auf jeden Fall noch einen Baum. Ich würde fast sagen. Na komm, wir nehmen uns noch kleine jetzt. Ich wollte fast sagen, wir nehmen uns noch mal einen dicken, aber kleine reichen auch erstmal zu. Gut, jetzt bekommen wir natürlich auch wieder Rindmulch, ne? Ja. Einer ist, glaube ich, auch noch im Wagen, ne? Gucken, ob der Feuerholzständer reicht. Könnte eng werden. Passt schon wieder nicht, ne? Oh mein Gott. Ja, dann zünden wir jetzt mal die Öfen doch an. Und verbrauchen dementsprechend noch ein bisschen Feuerholz. Wasser könnten wir ja auch noch mal abkochen. Siehst du, hier haben wir auch noch Eisenbrocken drinne. Na gut. Okay, das müssen wir natürlich erstmal leer machen. So.
mühsam ernährt sich das Murmeltier, ne? Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Scheite im Rucksack. Jawohl, weg ist er. Ist zwar auch ein bisschen sinnlos, aber dann ist er wenigstens sinnvoll genutzt. So. Also noch 8 und 1, das sind 9. Nach Adam Riese. Einer. Zack. Ja komm, wir können uns ja auch noch mal einen Baum runterhauen hier. Dann machen wir uns eben noch ein bisschen Vorrat. So. Das machen wir noch. Ist ja kein großes Ding. So, hier haben wir auch noch einen Stein. Wir haben ja hier auch noch ein paar im Lager, ne? Hier ist auch noch einer drin, siehst du? Okidoki. So, das müsste doch fast reichen. Reicht, reicht. Wir haben die Bude zu. Was ist denn hier passiert? Hier ist einfach ein Stock, wo ich nicht rankomme. Gut, lassen wir den jetzt da. Und genau. Dann können wir uns eventuell sogar noch ein Feuerholzlager dazustellen. Hier passt nicht, ne? Ich würde sagen, das machen wir. Stocklager haben wir ja noch Platz. Aber Feuerholz eben nicht. Und teuer ist es ja nicht, von daher können wir das ruhig machen. So. Feuerholz. Ja, komm, wir stellen den auch so hier hin. Erstmal hier vorne mit hin. So. Gut. Einen Stock brauchen wir noch. Zack. Ja gut, können wir auch so lassen. Umstellen können wir es ja auch jederzeit.
Okay, ich freue mich, Leute. Dann haben wir das auch erledigt. Mit dem Schutz, mit den Spikes hier, ne, ist erstmal auf jeden Fall ein ganzes Stück sicherer. Unsere Base können sie uns nicht so schnell zerrammeln. Gut, sollte vielleicht die Stöcke erstmal wegschaffen und dann kann ich gleich noch ein paar Steine mitnehmen. Dann machen wir die jetzt noch mal hier zu Eisenbrocken. Das ist ja noch mal eine Fuhre dann. Dann können wir schon wieder zwei Bahnen auf jeden Fall machen. Sehr gut. Sehr gut. So, das wäre erledigt, ne? Genau, wir könnten uns noch darum kümmern, dass wir hier noch ernten. So, und dann gucken wir gleich mal. Die Gurken können wir ja auf jeden Fall schon mal snacken. Ich wollte noch mal gucken, wie ich Kartoffelpaste mache. Was ich dazu brauche. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Können wir uns hier gleich nochmal einmal Biokraftstoff machen? Ich weiß nicht, vergammelt, das haben wir sogar, glaube ich, noch. Irgendwo ins Rumlungern. Ja, genau. Dann ist das auch aufgeräumt. Gut, das kommt ja hier rein. Machen wir einfach so eine Schnellübertragung fertig aus. Genau, dann machen wir nochmal Biotreibstoff draus. Dann ist das aufgeräumt, wie gesagt. Perfekt. Gut. Hier haben wir einmal Gurkensaat. Hier haben wir Kartoffelkeimlinge. Ich schau mal fix, wie wir Kartoffelpaste machen können. Ist das hier mit dabei? Hier wahrscheinlich, ne? Kartoffelpaste. Eine Lehmschüssel und eine Kartoffel. Wie mache ich eine Lehmschüssel? Ist das hier mit dabei? Nee. Großes Fläschchen. Eine größere Version des Fläschchens kann bis zu 200 Einheiten Wasser lagern. Nice, nice, nice. Aluminiumbahn. Tiermilch wird von Ziegen im Stall erhalten. Okay. Was ist das hier? Gras. Kleine Ration, gekochtes Huhn. Nicht verderbliche Nahrung, die auf dem Zubereitungstisch her. Ach so, okay. Ja, aber wo kriege ich eine Tonschüssel her? Hier nicht. Hier auch nicht. Ist die auch nicht dabei? Okay. Lebensschüssel, ne?
Dreimal Leben. Ja gut, ich glaube, den haben wir sogar da. Also wenn wir das nächste Mal Sonnenmond haben, dann weiß ich, was zu tun ist. Okay. Gut, was wollte ich jetzt noch? Wasser abkochen auf jeden Fall. Hier können wir rausnehmen und reintun. So, siehst du, dann können wir uns zwei Bahn machen. Und genau. Ich koche jetzt noch Wasser ab, Leute. Alter, hab ich mich erschrocken. Erschreck mich nicht so. Das ist mein Bett, Kollege. Ja, hau lieber wieder ab. Unser Hausschwein, ne? Kommt das über die Barrikade drüber? Oder muss das zur Tür rausgehen? Nö, das geht einfach durch, ne? Kein Problem. Okay. Dann ist die Sache auch geklärt. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Feierabend, ne? Nicht, dass mir die Folge doch noch zu lang wird hier. Den Rest erledige ich jetzt selber. Genau, hier muss ja erstmal noch das Wasser leer werden. Und genau. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem ein bisschen gefallen, ne? Auch wenn ich ein bisschen lost gewesen bin, aber vielleicht amüsiert ihr das ja gerade den einen oder anderen, ne? Ist vielleicht auch nicht manchmal so verkehrt. Genau. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben, ne? Gut, ist ja leer. Zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Ihr wisst das. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Auch natürlich gerne mit Ideen, Tipps, Tricks, whatever. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts mehr zu verpassen. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst und das alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Bleibt mir gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.